Der winzige Laborwurm C. elegans hat eine kurze Lebensspanne von nur wenigen Wochen. Im Gegensatz zur Schildkröte, die mehr als 100 Jahre alt werden kann. Mäuse und Ratten erreichen ihr Lebensende nach nur 4 Jahren, wohingegen der Grönlandwal, das langlebigste Säugetier der Erde, erst nach etwa 200 Jahren stirbt. Wie die meisten Lebewesen degenerieren viele Tiere allmählich nach dem Erreichen der Geschlechtsreife. Dieser Prozess wird Alterung genannt. Aber was bedeutet das? Die Ursachen für diesen Prozess sind vielfältig und kompliziert. Aber letztlich verursachen Zelltod und Fehlfunktionen das Altern. Unsere Zellen erneuern sich in unserer Jugend ständig, um tote und sterbende Zellen zu ersetzen. Dieser Prozess wird mit zunehmendem Alter langsamer. Außerdem funktionieren alte Zellen nicht mehr so gut wie junge. Dies führt zu körperlichem Zerfall, der letztlich mit Krankheit und Tod endet. Wenn das jedoch allgemein gilt, warum gibt es dann so verschiedene Alterungsmuster und Lebensspannen in der Tierwelt? Die Antwort beruht auf mehreren Faktoren wie Umwelt und Körpergröße. Diese können zu einem starken evolutionären Anpassungsdruck führen, der wiederum unterschiedliche Alterungsprozesse bei verschiedenen Arten bedingt. In den kalten Tiefen des Atlantiks und der arktischen Meere etwa kann der Grönlandhai über 400 Jahre überleben und die arktische Trogmuschel bis zu 500 Jahre. Einer der eindrucksvollsten dieser ozeanischen Greise ist der antarktische Glasschwamm, der über 10.000 Jahre in eisigem Wasser überleben kann. In kalten Umgebungen wie diesen sind Puls und Stoffwechsel verlangsamt. Forscher vermuten, dass das ein Grund für ein langsameres Altern ist. So beeinflusst die Umwelt die Lebenserwartung. In der Regel, aber nicht immer, ist es so, dass größere Arten eine höhere Lebenserwartung haben als kleinere. Elefanten und Wale zum Beispiel leben viel länger als Mäuse, Ratten und Maulwürfe, die wiederum länger leben als Fliegen und Würmer. Manche kleinen Tiere wie Würmer und Fliegen sind auch durch die Mechanismen ihrer Zellteilung eingeschränkt. Sie bestehen überwiegend aus Zellen, die sich nicht teilen und bei Beschädigung nicht ersetzt werden können, wodurch sie früher sterben. Außerdem ist Größe ein starker evolutionärer Faktor bei Tieren. Kleinere Lebewesen haben mehr Fressfeinde. Eine Maus etwa überlebt in der Wildnis kaum länger als 1 Jahr. Daher wächst sie schneller und pflanzt sich früher fort, als evolutionärer Schutzmechanismus gegen die kürzere Lebensspanne. Größere Tiere hingegen können sich besser gegen Fressfeinde wehren und haben daher mehr Zeit, um groß zu werden und sich mehrfach im Leben fortzupflanzen. Ausnahmen sind Fledermäuse, Vögel, Maulwürfe und Schildkröten. Diese Tiere haben jedoch andere Methoden entwickelt, um Fressfeinden zu entkommen. Trotzdem gibt es Fälle, in denen Tiere mit ähnlicher Größe und ähnlichem Lebensraum völlig unterschiedliche Lebenserwartungen haben. Hier sind oft genetische Unterschiede, etwa wie deren Zellen auf Bedrohungen reagieren, der Grund für das unterschiedliche Altern. Es ist also das Zusammenspiel all dieser Faktoren, das bei verschiedenen Tieren verschieden ausfällt und so die Unterschiede im Tierreich erklärt. Und was ist mit uns Menschen? Wir haben zurzeit eine Lebenserwartung von 71 Jahren. Wir sind also nicht annähernd die langlebigsten Erdenbewohner, aber wir sind sehr gut darin, unsere Lebenserwartung zu steigern. Im frühen 20. Jahrhundert wurden Menschen durchschnittlich nur 50 Jahre alt. Seitdem haben wir gelernt, uns anzupassen, indem wir viele Todesursachen wie Umweltbelastung und Ernährung beeinflussen. Dadurch und aufgrund anderer Faktoren, die die Lebenserwartung erhöhen, sind wir wohl die einzige Spezies, die ihr natürliches Schicksal selbst bestimmt. Das Tierreich ist voll von erstaunlichen und erstaunlich seltsamen Kreaturen. Erfahre in diesem Video, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten das Gedächtnis von Elefanten hat, oder sieh dir in diesem Video die Geschichte der Welt an, aus der Perspektive einer der majestätischsten Tiere, der Katze.